Herzlich willkommen zu Hype Rip erklärt. Wir spielen Apex Legends. Ich führe euch so ein bisschen durch. Das ist ein Guide für den Very, Very, Very Beginner. Das heißt, wenn ihr euch einen komplett neuen Account einrichtet und dann am Anfang so eine Videosequenz gesehen habt, dann würdet ihr quasi im Tutorial landen. Das spielt da ganz kurz durch und dann sieht es so aus. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz links oben in der Ecke an. Da wird euch angezeigt, was, ja, wie lange aktuell der Battle Pass geht, was in dem Battle Pass vorhanden ist und ja, natürlich auch, ob ihr den kaufen wollt. Dazu empfehle ich euch, solltet ihr neu sein und habt den Battle Pass vorzukaufen, guckt hier oben in der Ecke, wo jetzt 20 Days Remaining bei mir steht, guckt nach, wie viele Tage aktuell die Season noch läuft, weil die Season, wenn ihr die ganz zu Beginn hier, und das war das Ende, ganz zu Beginn, wenn ihr anfangt, es gibt immer free Sachen dabei und es gibt auch den kompletten Battle Pass. Solltet ihr aber bis zum Ende der Season nicht hier hinten angekommen sein, beziehungsweise hier Level 96, dann müsste, wenn ich mich nicht verzählt habe, dürftet ihr nicht genug Apex Coins haben, die ihr braucht, um den Battle Pass in der nächsten Season wieder zu kaufen. Das heißt, ihr kauft den sozusagen einmal, spielt komplett eine Season von Anfang bis Ende durch und habt am Ende der Season wieder genug Punkte, beziehungsweise wenn ihr den Battle Pass durchgespielt habt, wieder genug Punkte, um den nächsten Battle Pass zu kaufen. Ja, durch den Battle Pass gehen wir jetzt nicht. Dann gibt es hier noch so einen Reiter Comics. Da wird einfach so ein bisschen eine Geschichte erzählt über die einzelnen Charaktere. Und dann kommen wir auch schon zu Challenges. Challenges bedeutet, aktuell ist hier Wargames. Das ist ein Event. Das heißt, das wird es nicht mehr so lange geben. Hier steht auch eine Woche und sechs Tage noch. Da gibt es auch immer extra Loot. Zeige ich euch gleich auch. Dann gibt es Daily Challenges und Weekly Challenges. Die helfen euch dabei, ja, schneller im Battle Pass aufzusteigen, beziehungsweise auch schneller in eurem Level aufzusteigen. Da sind da verschiedene Missionen, wie hier zum Beispiel 5000 Schaden. Das hört sich jetzt erstmal wild an, aber im Verlauf der Woche, sage ich mal, während ihr dann spielt, werdet ihr merken, das ist alles ruckzuck erledigt. Dann muss man noch einzelne Challenges für gewisse Champions machen, beziehungsweise Legenden. Und ja, so hangelt ihr euch dann hier durch. Kriegt natürlich mehr EP, als wenn ihr einfach nur so spielt, ohne auf die Challenges zu achten. Oh. Danach kommt der Reiter Club. Hier könnt ihr euch mit Freunden zusammentun. Oder ihr kennt vielleicht jemanden, der gesagt hat, komm, ne, ich lade euch ein hier, spielt mal ein bisschen mit uns. Dafür gibt's, meine ich, soweit ich weiß, ich habe das jetzt natürlich hier nicht. Ah doch, da steht's. By Request plus 10, das heißt, ihr bekommt extra Punkte wieder für Spiele mit Leuten aus eurem Clan, beziehungsweise aus eurem Club. Vielleicht eine interessante Sache, wenn ihr nicht alleine seid, sondern zwei, drei Leute oder so, tut euch gleich zusammen, macht den Club, um die extra Punkte mitzunehmen. Dann kommen wir zu den Legenden. Wenn ihr ganz zu Beginn angefangen habt, dann, das heißt, ihr seid Beginner, dann habt ihr erstmal nur sechs Legenden. Das wäre einmal Bloodhound, einmal Gibraltar, Lifeline, Pathfinder, Wraith und Bangalore. Die anderen sind für euch alle so grau hier, wie der letzte bei mir, Fuse, hinterlegt. Die müsst ihr dann durch Levelaufstiege, sag ich mal, die Punkte, die ihr dafür bekommt, müsst ihr die Champion die Legende kaufen. Legenden haben alle hier oben rechts in der Ecke so ein Symbol, ne, verschiedene. Da haben wir einmal hier den Techniker. Das sind, sag ich mal, technisch versierte Legenden. Bloodhound zum Beispiel, der kann scannen. Pathfinder, der hat so eine Zipline fürs ganze Team, hat aber auch einen einzelnen Haken für sich, den er benutzen kann. Einzelne Legenden haben hier oben Symbole in der Ecke. Die sind für, ja, ich sag mal, welchen aktuellen Status oder welchen Zusatzeffekt sie mit ins Team reinbringen. Techniker, dann haben wir den Tank oder den Bruiser, Supporter und ja, das sind so Sturmtruppen, die haben mehr so Fähigkeiten für harte Engages, sage ich mal. Dann kommen wir rüber zu Loadout, da seht ihr alle Waffenklassen
Und hier unten zum Beispiel könnt ihr im Ladescreen euren Hintergrund könnt ihr ändern. Da könnt ihr neue erspielen oder die kriegt ihr auch bei Events. Musikpacks, verschiedene Musik bekommt ihr zu den Events und auch dann jeweils, wenn also eigentlich immer, wenn was Besonderes ansteht oder die Season, sage ich mal, wechselt zum Beispiel. Skydive Trails ist, sage ich mal, für die, die später dann Diamond bzw. Predator oder Master spielen, die bekommen dann roten bzw. einen blauen Dive Trail. So, dann hier im Store könnt ihr verschiedene Sachen kaufen. Jetzt aktuell zu den Wargames ist natürlich auch wieder ein Sale, wo man verschiedene Skins bekommt und verschiedene Waffencharms und. Könnt ihr ja gerne mal durchgucken. Das sind sogenannte Apex Packs. Ihr bekommt Apex Packs für Levelaufstiege. Ihr könnt aber auch welche kaufen für Apex Coins. Ob sich das für euch lohnt, müsst ihr selber entscheiden. Macht mehr Sinn, erstmal ein bisschen zu spielen, denn wie gesagt, auch im Battle Pass beim Levelaufstieg bekommt ihr eh Free Packs. Und ja, erfreut euch doch vielleicht erstmal an denen. Dann die Heirloom Shards. Das sind Erbstücke sozusagen. Das ist für jede Legende. Also nicht für jede, aber für gewisse Legenden sind das, ich sag mal, Zusatzanimationen, was, ja, ich sag mal, wenn ihr keine Waffe angelegt habt, werden die halt erscheinen. Bei Octane zum Beispiel ist das ein Messer, bei Wraith dieses Kunai und Pathfinder hat hier so Handschuhe. Das nehmen die dann dementsprechend für keine Waffe in die Hände, macht aber nicht mehr Schaden, als wenn ihr die nicht habt und ja, demnach ist das nur eine Optik-Sache. Ja, dann gibt es hier verschiedene Editions, da kriegt ihr einzelne Champions, hier bei Lifeline zum Beispiel, es gibt jetzt Champion mit einem Skin, dann gibt es einen Waffenskin dazu, dann gibt es noch hier so ein Badge dazu, Badges sind, sage ich mal, was man sammelt im Laufe des Spiels, so kleine Errungenschaften, sage ich mal, was andere Spieler dann, oder was ihr andere Spieler sehen lassen könnt. Ja, dann gibt es hier noch die Frames, also Rahmen, die ihr zu Beginn und zu Ende des Spiels seht, auch nur eine reine Optik-Sache. Und ihr bekommt 1000 Apex-Coins, womit ihr euch theoretisch den Battle Pass direkt kaufen könnt. Für die, die richtig Lust haben und die vielleicht, sage ich mal, dann schon so ein bisschen gespielt haben, spielt ruhig erstmal bis vielleicht Level 10 oder so, würde ich empfehlen, bis ihr das erste Mal vielleicht auch Ranked spielen könnt. Sollte dann noch der Spaß vorhanden sein, kann ich nur empfehlen, hier dieses Champion, diese Champion Edition zu holen. Ich kann euch das jetzt nicht mehr zeigen. Da gibt es bis auf den ganz neuen hier, Fuse, kriegt ihr die ganzen fehlenden Legenden schon mal direkt dazu. Da gibt es auch ein paar Skins mit, so einen Waffencharm. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. Zum Beispiel hier Wingman, Charms, könnt ihr hier aussuchen. Sind das einfach so Anhänger für eure Waffe, ne? So, die könnt ihr halt nur einmal auf jeder Waffe benutzen und ihr könnt die aber auf jeder beliebigen Waffe benutzen. Und dem hier, da sieht man, dass das ist gleich blockiert. Wenn ich das jetzt anwählen würde, dann sagt er mir gleich, da die, der Charm ist auf einer anderen Waffe drauf. Könnt ihr nicht mehr für diese Waffe benutzen, außer ihr tauscht es. Also ihr nehmt den Waffenscham von der anderen Waffe runter. Legenden. So würde das aussehen für euch natürlich ein paar mehr, außer ihr kauft euch dieses Starterpaket. Sieht das bei euch so aus, das sind diese Apex, nicht Apex Coins, sondern das sind die Level Aufstieg Legend Tokens sind das. Damit könnt ihr die Legenden kaufen. Alle 24 Level bekommt ihr oder habt ihr genug Punkte zusammen, um eine Legende zu kaufen. Es geht bis Level 500, meine ich. Oder sogar drüber. Aber bis Level 500 gibt es gratis Lootkisten und so für Levelaufstiege. Naja, auf jeden Fall würdet ihr dann hier draufklicken. Den könnte man auch jetzt mit den Apex Coins kaufen, aber spielt es euch. Dann wartet lieber die Zeit und ja, wenn es unbedingt sein muss, könnt ihr sie natürlich auch kaufen. Apex Coins kriegt ihr hier ganz hinten im letzten Reiter. Da steht, wie viele Coins es für wie viel Geld gibt. Je mehr Geld ihr ausgebt, desto mehr Bonus Coins bekommt ihr. Demnach gibt es hier bei 10.000 Coins, die kosten 100 Euro. Das ist ja vom Preisunterschied, sage ich mal, bis hierhin alles ganz normal. Aber ihr kriegt halt diese 1.500 Bonus Coins. So, dann gehen wir weiter. Hier habt ihr die Challenges alle nochmal aufgelistet. Zu diesem Wargames gibt es, zu dem Event gibt es immer Preise, die man gewinnen kann oder die man sich erspielen kann. Wenn ihr die Mission hier erfüllt, zum Beispiel Play a Game, das heißt, ihr müsst einfach nur ein
Spiel spielen, würdet ihr nach diesem Spiel 200 Punkte bekommen und die Leiste beginnt sich zu füllen. Da sind auch immer ganz coole Sachen eigentlich bei. Hier ist zum Beispiel mal so ein Waffencharm, eine Thermitgranate, dann ein Skin mit bei und zwei Skins sogar sind da mit bei. Und das sind auch immer ziemlich gute Sachen, allerdings nur für begrenzte Zeit, deswegen müsst ihr da immer viel spielen, um das zu erreichen. Hier unten seht ihr die Apex Packs, die ihr habt. Ich glaube bis Level 50, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube bis Level 50 bekommt ihr pro Level ein Pack, danach nur alle zwei Level. So wie das, ich meine so war das. Wenn ihr da durchscrollt, seht ihr nur Newsfeed, wenn es irgendwas anzukündigen gibt, irgendwelche News zum Spiel. Bezüglich irgendwelcher Events oder sowas, dann seht ihr das alles hier unten. So, dann hier oben, wie gesagt, da stehen eure Apex Coins, da stehen auch die Crafting Materials. Mit den Crafting Materials könnt ihr Accessoires kaufen im Shop. Was ihr davon kauft, bleibt euch überlassen. Allerdings sieht man jetzt hier schon, also ich sag mal, hier unten wird natürlich wird man jetzt eher weniger gucken, wenn ich jetzt auf Unlock gehe. Das kostet mich 30 Crafting Materials, die bekommt ihr aus den Apex Packs. Und auch da würde ich euch den Tipp geben, spart einfach diese Crafting Materials, weil ich sag mal, ab hier oben wird es schon ein bisschen spannender, da sehen die Skins schon ein bisschen besser aus. Das sind dann immer die ganz seltenen, die legendären. Auch die könnt ihr kaufen, das ist natürlich dann mit Sparen verbunden, 1200, die gibt es nicht so schnell. Dann noch zu den Legenden, könnt ihr hier die Banner einstellen. Dann könnt ihr eine Pose auf dem Banner könnt ihr einstellen. Ich weiß gar nicht, kann man das? Nee, müsste ich jetzt auch eins verkaufen. Ah, nee, man sieht eine Vorschau. Gibt es verschiedene Posen, sage ich mal, die ihr für das Banner wählen könnt. Hier kommen wir zu den Badges, wovon ich gerade gesprochen habe. Da haben wir zum Beispiel hier ganz beliebt. Wo ist es hier zum Beispiel? Da, Bloodhound's Wake. Das heißt, ihr müsst, um diesen Badge freizuschalten, müsst ihr 20 Kills in einem Game machen mit dem Charakter und dann könnt ihr den hier einfügen. Das ist natürlich für Leute, die schon ein bisschen länger spielen oder die sich auch mit diesen Badges mal beschäftigen, interessant zu sehen, wer denn da so, gegen wen man denn da so spielt, was der schon so alles erreicht hat. Da könnt ihr, wie gesagt, drei Stück auswählen. Dann geht es hier rüber zu den Trackern. Die sind direkt da drunter. Die werden auch jedes Mal dann vor dem Spiel und nach dem Spiel angezeigt. Ja, da gibt es so Sachen wie Damage dann, wie viel Damage ihr überhaupt gemacht habt, wie viele Finisher ihr gemacht habt, wie viele Headshots ihr gemacht habt und. Das ist zum Beispiel ein Intro-Quip. Das bedeutet, wenn es losgeht, kann man, während man diesen Sturzflug macht, sag ich mal, wenn man aus dem Schiff gesprungen ist, ja so ein bisschen rumquatschen, ne? Und nach einem Kill gibt es das übrigens auch. Da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene. Kann man auf jeden Fall so ein bisschen Accessoire-mäßig kann man noch ein bisschen was machen, ne? Ja, dann sind hier so Holo-Sprays. Das ist eigentlich nichts anderes wie diese Wand-Sprays in Valorant, für die Valorant spielen. Counter-Strike. Counter-Strike, Global Offensive auch. Da diese Sprays, das sind hier halt so Holo-Sprays. Und Quips habt ihr noch? Das ist, dass du einfach dafür, dass du es mitten in der Runde kannst du das benutzen und auch da wieder ein bisschen quatschen. Ja, die Finisher gibt es auch wieder verschiedene. Für jede Legende, glaube ich, drei insgesamt. Oder für manche auch nur zwei. Müsst ihr dann gucken. Aber das sieht natürlich auch immer cool aus. Das ist immer so eine kleine Videosequenz, ne? Auch wieder einfach nur schönheitsrelevant. Die einen brauchen es, die anderen nicht, sagt man ja, ne? So. Dann geht's weiter hier unten rechts. Da kommt ihr zum Desktop zurück oder zum Menü. Die Einstellung, das machen wir alles später. Gehen wir das mal durch. Für die das überhaupt interessant ist, da könnt ihr dann hier oben eure Maus-Sensitivität einstellen. Für die, die mit dem Controller spielen und dann noch ein paar Audio- und Video-Settings. Video-Settings natürlich mehr einzustellen für die, die auf dem PC spielen, so wie ich zum Beispiel. Da gehen wir auch nach und nach durch. Diesmal, wie gesagt, erstmal nur zum Reinkommen für very, very, very Beginners, ne? Okay, nachdem ihr das gemacht habt, erkläre ich euch nochmal im Groben die Waffen auf der Shooting Range, beziehungsweise das Waffensystem. So, startet man hier oben drin. Ihr könnt jetzt mit Escape jede Legende, die ihr freigeschaltet habt, jederzeit auswählen. Natürlich die ihr nicht freigeschaltet habt, sind
immer noch gesperrt. Das ist die Shooting Range quasi jetzt. Ist einfach nur die freie, ja, ich sag mal, der freie Modus vom Training, beziehungsweise vom Tutorial, was ihr ganz zu Beginn gemacht habt. Ich würde sagen, wir fangen mal auf dieser Seite da ganz hinten an. Die Dummies und so, das kennt ihr ja alles dann schon aus dem Training, beziehungsweise aus dem Tutorial. Hier fangen wir an. Light Ammo. Ja. Ist unten rechts, seht ihr die Munition, die ihr braucht, sobald ihr die Waffe aufgehoben habt. Wir nehmen jetzt mal diese Waffe hier. So. So. Wenn ich jetzt hier eine Wingman aufnehme, zack, seht ihr unten rechts, welche Munition ihr braucht sofort. Es leuchtet in der Farbe und natürlich auch die Kennzeichnung für die Munition, ne? In der rechten Ecke. Die haben immer unter, wenn ihr jetzt seht, zum Beispiel Heavy Ammo, also schwere Munition, diese zwei Striche. Leichte Munition wäre jetzt diese mit den vier Patronen, sind nämlich keine Striche, sind Patronen, zwei Patronen, Heavy Ammo, Light Ammo, vier Patronen. Dann habt ihr hier noch Sniper, können wir jetzt mal tauschen zum Beispiel hier. Dann habt ihr unten da dieses Crosshair, das wäre die Sniper-Munition. Hier geht es weiter mit der Energy-Munition. Die sieht so aus, einfach nur mit einem Blitz. Alles relativ simpel und einfach dargestellt. Shotgun-Munition hier. Oh, jetzt kann ich hier schon nichts mehr mitnehmen. Mal ein bisschen was aus dem Inventar schmeißen. Shotgun-Munition einfach da mit zwei Schrotflintenpatronen. Dann haben wir hier noch drei Stück. Wie ihr seht, der Unterschied von Shotgun zu Energy. Sniper hier hinten ist Heavy, da haben wir schon ein paar, also eine Waffe mehr. Und die meisten Waffen gibt es hinten in der Light-Ammo-Klasse. Das ist dafür da, dass ihr von der Orientierung her erstmal wisst, wie oder was für Waffen es gibt. So, dann gehen wir da hinten, erkläre ich mal gerade schnell noch die drei Waffen hier. Zack! Das sind epische Waffen, die findet ihr in der Regel auf der Karte immer nur in Drop, der vom Himmel kommt. So alle zwei Runden oder so. Kommt, beziehungsweise wenn der Zirkel sich schließt, kleiner wird, dann kommen so Drops und da könnten diese Waffen hier drin sein. Da haben wir hier ganz rechts die Kraber, das ist eine Sniper. Dann haben wir hier eine Prowler, das ist eine SMG und dann haben wir hier die Peacekeeper, die ich jetzt in der Hand habe. Diese Waffen können allerdings nachgeladen werden, haben aber nur eine gewisse Anzahl an Munition. Also dafür kann keine Munition mehr aufgehoben werden. Unschwer zu erkennen auf jeden Fall immer an diesem roten, ne? Auch wenn ich die jetzt hier abwerfe, sieht man es nochmal ganz kurz. Die sehen immer so rötlich aus. Dann gehen wir mal weiter. Hier liegen direkt, also Granaten ist glaube ich klar, oder? Obwohl, ich zeige es vielleicht einmal ganz kurz. Granaten haben wir hier. Einmal ganz normale Sprenggranate. Die hüpft nochmal so ein bisschen auch, wenn man die abwirft. Das heißt, die bleibt nicht sofort liegen, die prallt auch noch ein, zweimal ab, wenn man die, sag ich mal, gegen eine Wand rechts oder so wirft. Dann kommt hier der Axter, der bleibt natürlich stecken. Das ist wie eine Haftgranate, nichts anderes. Und dann haben wir hier noch die Thermitgranate, also die Brandgranate. Achso, ja, die Brandgranate ist immer von der Wurfposition aus wie eine Wand. Also man kann das nicht drehen irgendwie, dass das Feuer, sage ich mal, längs irgendwie von einem weggeht, sondern es landet immer wie eine Wand vor mir. Jetzt drehe ich mich mal nach da. Landet aber auch immer wie eine Wand vor mir. Zu den Waffen passend könnt ihr hier dann gleich sehen, welche Waffen welche Aufsätze benutzen können. Da sind diese Zielvisiere eigentlich für fast alle Waffen identisch, bis auf für Sniper. Die zeige ich euch auch mal gerade. Die sind nämlich hier. So, diese drei hier. Vier sind das. Vier Stück. Die sind für Sniper. Der Rest könnte man theoretisch hier. Diese Reihe kann man theoretisch auf jeder Waffe spielen. Dann kommen wir gleich mal einen weiter. Sind hier diese Stabilisatoren. Die Stabilisatoren, also farbtechnisch ist das glaube ich ganz klar, ne? Das ist einfach immer das nächstbessere. Habt ihr was Gutes aufgehoben, wie jetzt zum Beispiel den lilanen, könnt ihr weiß-blau könnt ihr gar nicht mehr aufheben, weil er euch damit gleich klar macht, ihr habt was Besseres, ihr braucht das nicht mehr. So, dann gleich das gleiche geht hier weiter bei dem Magazin. Diese ganzen goldenen Sachen, die haben alle Zusatzfähigkeiten, beziehungsweise Moment, wechseln wir einmal die Legende für. So. Da hat Bangalore nämlich hier so Rauchgranaten. So, und dieser Rauch ist jetzt, sag ich mal, schwer, der Gegner ist jetzt schwer zu sehen. Wenn ich jetzt aber, ich mache jetzt mal hier gerade ein bisschen Rauch vor, nah genug dran bin, dann sehe ich den mit diesem Scope und nur mit diesem sehe ich den Gegner durch den Rauch. Beziehungsweise bei der Sniper, auch die hat einmal so ein goldenes. Das funktioniert natürlich von viel weiter weg. So, da, zack. Und mit der anderen würde es jetzt aber nicht mehr. Oh doch, es geht immer noch.
Oh, haben sie die Range? Nee, da ist es weg. Und hier ist es noch da. So ist es nämlich. Also ab einer gewissen Entfernung, aber ihr seht ja schon, es ist ziemlich weit, sieht man den Gegner noch rot durch den Smoke. Mit der Sniper geht es dann dementsprechend weiter. Als nächstes haben wir hier die Stocks. Die sind nur dafür da, dass wenn ihr, sage ich mal, jetzt hier, wir legen den nochmal ab. Die sind nur dafür da, dass die Waffe schneller gewechselt wird. Das heißt, ich wechsle jetzt mal so. Zack, zack, zack. So, jetzt nehme ich den Stock mal auf und wechsle jetzt nochmal. So, der Wechsel zu dieser Waffe und von der Waffe weg wird jetzt beschleunigt. Die Sniper, die kommt immer noch ziemlich langsam hoch. Und die Alternator, die geht immer noch viel schneller dann, dass er die bereit hat. Da sieht man jetzt den Unterschied. Ist deutlich langsamer geworden. Also in meinen Augen auf jeden Fall, aber ich spiele natürlich auch schon ein bisschen. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. So, dann haben wir hier die ganzen Aufsätze. Hier ist zum Beispiel Hammerpoint, da steht auch direkt drunter Mosambik P2020. Das sind die Waffen, für die ihr benutzen könnt. Die P2020 ist zum Beispiel hier, diese ganz normale Handfeuerpistole. So, da kann ich jetzt diesen Hammerpoint-Aufsatz noch draufsetzen. Und dadurch macht ihr größeren Schaden an Gegnern, die kein Schild mehr haben. Das heißt, wir machen jetzt mal hier einen Schuss. So, merkt euch mal ungefähr, wie weit das ist. Oder beziehungsweise wir können auch mal hier rüber gehen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay, jetzt haben die ungefähr gleich viel. Ja. So, jetzt schießen wir hier einmal drauf. Da. Also deutlich mehr Schaden als wenn der Gegner Schild hat. Aber da sieht man es auch, ne? 23 Schaden und hier haben wir, was haben wir hier gehabt? 53 Schaden, okay. Also, dafür ist der Hammerpoint. Anvil Receiver, das wäre jetzt für ein richtiges Sturmgewehr. Ja, da ist es. Damit ihr auch mal so ein paar andere Waffen seht. Dann ist hier zum Beispiel das ganz normale Rotpunkt. So, der Anvil Receiver. Switchen wir mal gerade hier rüber. Der lässt nicht mehr zu, Dauerfeuer zu schießen, aber dafür mit mehr Schaden. So, das war jetzt mit dem Anvil Receiver und das jetzt ohne. Da sind nur noch 19. Gerade eben hatten wir 43, ne? So, und wenn wir jetzt gucken auch mal hier gleich, wo wir gerade dabei sind, ne? 19 Schaden. Und 14 Schaden mit Light Ammo. Das heißt, Heavy Ammo macht deutlich schon mal von Grund auf ein bisschen mehr Schaden als Light Ammo. Dann ist hier noch der Quick Draw Holster. Das geht für die Wingman und für die RE45. Das ist einfach nur dafür da, ihr wechselt die Waffe jetzt genauso schnell, wie hättet, als hättet ihr diesen Stock dran, den man übrigens jetzt an die RE45 nicht drauf kriegt. Aber der Effekt ist der gleiche und ihr zoomt auch deutlich schneller rein. Wenn wir den jetzt, oh, wenn wir den jetzt nochmal wegschmeißen hier. Ist es ein bisschen langsamer, ne? So. Soweit dazu. Gehen wir mal weiter. Gibt es hier noch was Besonderes? Ja, genug. Genau, bei Heavy Ammo kommt jetzt hier für den, für die Wingman der Skull Piercer. Den müsst ihr nicht, sag ich mal, bei dem, habe ich ganz vergessen euch zu sagen, beim Anvil Receiver, wenn ihr den ausgerüstet habt auf der Waffe, dann schießt ihr immer zwangsläufig, ihr schießt immer Dauerfeuer. Beziehungsweise, ihr könnt Dauerfeuer machen. Dafür müsst ihr erst einmal B drücken, dann ändert sich der Feuermodus und erst dann könnt ihr auch, ich kann jetzt hier auch durchgehend tippen. Es passiert nichts. Er macht nur diesen einen Schuss, gibt er ab, das heißt, das ist Single-Tap. Der Skull-Piercer zum Beispiel, den muss ich nicht extra aktivieren. Der ist immer aktiv, sobald ich den aufgenommen und ausgerüstet habe. Der macht halt auf den Kopf mehr Schaden, als wenn ich den jetzt nicht habe. So, das waren immer 101. Und jetzt sind es nur noch 90. Macht aber in der einen oder anderen Situation den entscheidenden
Vorteil, wenn denn der Kopf getroffen wird. Ne? So, dann haben wir hier noch... Achso, genau. Die Magazine, das habe ich auch nicht gesagt, ne? Bin ich ein bisschen zu schnell gewesen jetzt. Magazine hier, das goldene Magazin hat die Fähigkeit, das lädt automatisch die Waffe nach, wenn ihr sie nicht aktiv in der Hand habt. Das heißt, ich schieße jetzt mal. So, und jetzt wechsle ich, die Waffe lädt sich jetzt nicht nach. Ich laufe jetzt durchgehend rum hier mit diesen 14 Schuss. So, jetzt wechsle ich die Waffe mal und achtet jetzt mal unten rechts auf der Ecke. Die wird jetzt gleich nachgeladen. Zack. Und in der Zeit habe ich aber mit der Waffe hier schon ein paar Schüsse gemacht. Muss also nicht warten, sondern die macht es vollautomatisch. Und jetzt sind wir wieder bei 28 Munition voll. Das gleiche ist bei jedem Magazin, völlig egal. Aber wie ihr seht, auch hier, die Magazine sehen unterschiedlich aus. Also ihr könnt jetzt für Light Ammo nicht hier so ein Heavy Ammo Magazin nehmen. Das seht ihr gleich. Das rüstet ihr dann nämlich so aus. Das landet einfach im Inventar. Und ihr könnt nicht, ihr könnt das nicht auf eine andere Waffe draufsetzen. Ja, dann gehen wir nochmal weiter hier bei der Sniper. So würde das für die Sniper aussehen. Das Magazin. Diese Stabilisatoren, die funktionieren natürlich auch nicht auf jeder Waffe. Das seht ihr aber immer unten rechts bei der, beziehungsweise hier, seht ihr das? Unten rechts in klein auch. Daran erkennt ihr, ob die Waffe den Stabilisator hat oder nicht. Oder was man für die Waffe überhaupt ausrüsten kann. Ne? Dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier noch das gleiche für Energy. Achtung, nicht verwechseln. Energy und Scharfschützen-Magazine können sich im Notfall auch mal sehr ähnlich aussehen. Dann haben wir hier das gleiche, sage ich mal, ähnlich wie der Stabilisator. Für die Shotgun... den Bolt, Shotgun Bolt, der lässt euch jetzt, wir packen den einmal, oh Moment, müssen wir erstmal hier wieder was rausschmeißen, wir packen wir einmal hier rein, dann schieße ich jetzt die Waffe einmal ohne den Shotgun Bolt, so, das ist das schnellste, was geht, jetzt nehmen wir den Shotgun Bolt wieder drauf und mit dem Shotgun Bolt erhöht sich also die Feuerrate. Dann gehen wir mal weiter. Hier überall auf der Karte verteilt auch sind hier diese Ultimate Booster. Das heißt, wenn ihr direkt am Anfang des Spiels, sage ich mal, da landet, lohnt sich für einige Legenden direkt da zu landen und das einmal zu aktivieren. Das dauert dann zwar einen kleinen Moment, aber in der Regel ist es nichts direkt um euch rum, wo gelootet werden kann. Demnach seid ihr relativ sicher da angekommen und könnt direkt eure Ult benutzen. Ja, für die, die nicht warten wollen, weil die läuft nämlich von 0 auf 100% etwas langsamer hoch. So, dann haben wir hier noch die ganzen Ausrüstungen. Dann hätten wir zum einen mal hier so eine Schildzelle, eine Schildbatterie. Moment, ich muss hier schon wieder leer machen. Oh, jetzt habe ich die mit weggeworfen. Ah, nicht so schlimm. So, Schildzelle, Schildbatterie, Syringe, Medikit und Phoenix-Kit. Ultimate Accelerant. Ultimate Accelerant, fangen wir mal mit an. Das heißt, wenn ihr jetzt eure Ult einmal macht, so, zack. Jetzt müssen wir das ganz kurz abwarten lassen. Da habt ihr gleich auch schon mal Bengalos Ult gesehen. Ihr kriegt da übrigens auch selber Schaden von. Wie unschwer zu erkennen. Jetzt will ich meine Ult schneller wieder auffüllen. Da sieht man, 35% wird die Ultimate aufgeladen. Jetzt sind wir aktuell bei 1%. Oh. Jetzt benutzen wir das ganz schnell einmal und haben direkt 35% drauf. Wenn wir jetzt bei 5 sind, 41% jetzt, haben wir direkt schon wieder unsere Ult schärfer gemacht. Evo-Schild, ganz normaler Body-Schild, der, sage ich mal, mit diesen zwei Stacks unten links angezeigt wird. Der macht nicht wirklich viel. Das sind, ich glaube, das sind... 50 Zusatzleben, das heißt 100 habt ihr generell immer. Das sind nochmal 50 drauf, das heißt 25 pro Linie unten. Den müsst ihr nicht aufheben im Spiel unbedingt. Ihr könnt auch 100 Schaden machen. Ich weiß gar nicht, sieht man das, wenn ich den jetzt hier ablege? Ne, sieht man leider nicht. Wenn ihr 100 Schaden macht nach der Landung, dann kommt dieses Schild automatisch. Da braucht ihr es nicht für aufgehoben haben. Nicht, dass ihr immer wild nach einem Schild sucht. Dann versucht einfach lieber ein bisschen Schaden zu machen, versucht euch die paar Punkte eben zu holen, die Schadenspunkte, um dann den Schild einfach so zu bekommen. So, der Helm, der ist natürlich dann gegen Kopftreffer, also nur gegen Kopftreffer reduziert er den Schaden um eine gewisse Prozentzahl.
Der gelbe zusätzlich, wenn ihr da drüber geht, könnt ihr es auch immer lesen. Fast Charge reduces tactical and ultimate recharge time. Das heißt, ihr bekommt schneller eure Fähigkeiten wieder, wie hier jetzt zum Beispiel die Smoke-Granate oder eure Ult. Steigt dauerhaft schneller an. So, dann haben wir das gleiche hier noch. Das Buddy-Schild, seht ihr jetzt unten, da steht Next Evo 150. Das heißt, ihr müsst 150 Schaden machen, um das nächste Buddy-Schild zu bekommen. So, dann steigt das automatisch, ist aber nicht voll. Also ihr müsst es erst dann aufladen mit einer Schildzelle zum Beispiel. Die macht immer eine Linie voll oder wenn drei weg sind, drei Linien oder zwei Linien und ihr wollt mehrere gleichzeitig auffüllen, dann braucht ihr eine Schildbatterie. Das können wir auch gleich nochmal testen. So. Demnach können wir auch schon mal wieder ein bisschen mehr Schaden machen. Da, zack, nächstes Evo-Schild. Stelle ich mich mal mitten rein. So, das wäre jetzt die Möglichkeit zu sagen, wenn, auch wenn ich nur schon drüber gehe, sieht man, ich halte jetzt quasi meine Taste fürs Heilen gedrückt und kann mir dann in diesem Mausrad hier was auswählen. Wenn ich jetzt, dementsprechend kann ich natürlich auch was vorwählen, wenn ich im Laufen bin, sage ich mal, brauche ich nicht für stehen bleiben. So, wenn ich jetzt hier diese, ja, ich sag mal, Schildbatterie nehmen will, ich halte jetzt mal viel gedrückt, dann sieht man, würde mein Schild komplett voll werden. Wir könnten aber auch das Phoenix-Kit einfach nehmen, da wird alles mit voll. Das ist aber das Kit, was am längsten dauert, es zu benutzen. Da sieht man, das dauert 10 Sekunden, glaube ich. Oder 9. Macht aber gleich alles wieder voll. Ne? Euer Leben und euer Schild. Dann haben wir hier noch den goldenen Buddy-Schild. Der goldene Buddy-Schild braucht nicht mehr so viel. Bei dem goldenen Buddy-Schild wirken Schildzellen nicht nur einen Strich, sondern zwei gleich. Und auch Syringes wirken nicht nur einen, sondern gleich doppelt. Das bedeutet, wenn ihr im Kampf seid mit einem goldenen Schild, schleppt nicht diese großen Sachen hier mit. Gebt so euren Teammates, die können damit viel mehr anfangen, weil ihr braucht nur noch die ganz kleinen Sachen. Erstens könnt ihr davon auch mehr tragen, wie man hier sieht. Schildbatterien. Zweimal habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich beide habe, mein Leben oder mein Schild voll zu machen. Ist aber durch den goldenen Buddy-Schild mit diesen beiden alles viel schneller erledigt. Dann haben wir hier Taschen. Ihr habt jetzt, wenn ihr keine Tasche habt, ausgerüstet habt, 10 Plätze. Die werden durch Taschen erweitert. Da sind zwei dazugekommen. Kommen nochmal zwei dazu bei Blau, dann kommen nochmal zwei dazu bei Lila und bei Gold bleibt es bei dieser Kapazität, aber ihr kriegt hier den Zusatz oder den Bonus Guardian Angel, das heißt, wenn ihr Teammates belebt oder euch selber wieder belebt, dann kommt ihr extra Schild und extra Leben. Normalerweise, wenn man wiederbelebt wird, ist das Leben fast leer und auch das Schild komplett leer. Zum selber wiederbeleben kommen wir gleich auch. Es gibt die Möglichkeit, dass wenn ihr, sag ich mal, nicht so hier wie diese Dummies hier, einfach umzufallen. Hallo? So, da, die fallen einfach um. Sondern ihr geht erst down, das heißt, ihr krabbelt dann am Boden und seid dann schutzlos, bis auf diese Knockdown-Shields, wenn ihr die gesammelt habt. Damit könnt ihr dann euch noch verteidigen. Da werde ich euch, glaube ich, auch einmal kurz einspielen, dass ihr mal seht, wie das aussieht. Je höher das Knockdown-Schild, desto mehr kann es ab. Hier bei dem Knockdown-Schild, das goldene, es kann wieder nicht mehr ab als das lilane. Aber dafür ist das goldene Schild, ermöglicht euch das, euch selber wieder zu beleben. Das weiß ich gar nicht. Kann ich mich hier eigentlich verbrennen? Ja, das geht. So, zack. Das müsste mal schnell gehen. So, dann habt ihr die Möglichkeit, euch einfach so wiederzubeleben. Es dauert seine Zeit und der Gegner hört das auch. Deswegen setzt das schlau ein und positioniert euch vorher. Das war's bis dahin. Jetzt kommen wir einmal hier noch kurz zum Schussindikator, um das einmal zu erklären. Wo haben wir denn hier mal eine vernünftige Waffe? Oder nehmen wir einfach die hier? So, Schussindikator. Wenn ihr einen Gegner trefft, auf dem Körper,
Dann kommt einmal dieser, dieses Crosshair, sag ich mal, wird erweitert. Das sieht man da. Diese diagonalen Striche kommen dazu. Zack. Und ihr seht einmal eine Schadensanzeige. Das könnt ihr alles im Menü einstellen. Aber durch diese Einstellung, was man genau warum nehmen sollte, das erkläre ich in einem anderen Video. Hier geht es jetzt einfach nur darum, sag ich mal, dass wenn ihr schießt, dass ihr direkt seht, was habt ihr getroffen. Das heißt, 45 habe ich jetzt auf dem Körper, habe ich ihn einmal getroffen. Auf dem Kopf ist die Zahl gleich gelb hinterlegt und auch dieses Crosshair ist nicht mehr weiß, sondern rot. Da wisst ihr, da war ein Kopftreffer mit bei. Ne? So, dann haben wir hier noch so Sachen wie Ziplines, die sind überall im Spiel verteilt. Da könnt ihr einfach dran springen mit eurer Aktionstaste. Und die fährt euch dann bis ganz nach oben. Wenn ihr nach unten guckt, geht's nach unten. Also ihr könnt euch nach oben und unten abseilen. Ob man das denn jetzt braucht oder nicht, das ist situationsbedingt, würde ich sagen. Ja, was gibt's denn noch so Wichtiges? Ich glaube, den Rest müssen wir euch im Game zeigen, weil wir haben hier weder Türen oder so noch... Ja, nee, keine Möglichkeit, euch da was zu zeigen. Das heißt, wir gehen mal in den Game rein.